الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اتقوا الله عباد الله. Wenn Segnungen Allahs in Strömen fließen, Wohltaten sich über uns ergießen und Freuden aufeinander folgen, so ist es ein Zeugnis für die unerschöpfliche und überquellende Gnade unseres gütigen Schöpfers. Es ist ein stetiger Regen der Güte, der niemals versiegt, wie in seinen Worten festgehalten wurde in der Surat Ibrahim. Und wenn ihr die Gnade Allahs aufzählen wolltet, ihr könntet sie nicht ermessen, wahrlich der Mensch ist sehr ungerecht, sehr undankbar. Unter diesen unzähligen Segnungen Allah Ta'alas gibt es jedoch zwei, die sowohl essentiell für uns Menschen sind, aber gleichzeitig unterschätzt werden und vernachlässigt werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Segnungen, bei denen viele Menschen im Verlust sind, Gesundheit und Freizeit. Der Begriff hier, der für den Verlust verwendet wird, ist ein Begriff, den man eigentlich im Handel verwendet. Verlust bedeutet, dass der Mensch in seinem Handel schlechte Geschäfte macht. Und wie kann man ein schlechtes Geschäft machen in einem Handel? Auf zwei Wegen. Entweder indem man seine Ware für einen zu günstigen Preis verkauft, der weit unter dem wahren Wert liegt, oder indem man sie zu einem überwucherten Preis erkauft, der weit über die Norm liegt, weit über die Norm hinausgeht. Wer seine Zeit und seine Gesundheit für etwas ausgibt, das ihren Wert nicht aufwiegt, der hat verloren. Denn er hat das Kostbarste, was er besitzt, das Kostbarste, was er besitzt, seine Zeit und seine Gesundheit, die das Lebenselixier sind, für etwas ausgegeben, das gar keinen Nutzen hat. Wie viele Menschen gibt es, denen Allah das Privileg des Hörens, des Sehens und einer körperlichen Stärke geschenkt hat, die in der Blüte ihrer Jugend sind, voller Vitalität, Tatenkraft, Schönheit, und doch verschwenden sie diese Segnungen. Sie nutzen sie nicht, um die Zufriedenheit Allah Ta'alas zu erlangen, sie nicht dafür einzusetzen, den Zugang zu den paradiesischen Gärten zu erlangen. Sie investieren sie nicht in Taten, die ihnen Glück in diesem Leben und im Jenseits bringen. Und sie vergessen dabei etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass alle Segnungen endlich sind. Wie viele gesunde Menschen, die sich über keinen physischen oder geistigen Schmerz beklagen, werden plötzlich von Krankheiten heimgesucht, die sie in ihre Betten fesseln und sie vorzeitig altern lassen oder ihnen den Zugang zu den Freuden dieses Lebens verwehren, die sie so begehren. Sie, die ihre Jugend, ihr Leben, ihre Stärke in den Begierden der Sünden verschwenden, sich in abscheulichen Handlungen und verabscheuungswürdigen Zielen verstricken und dabei nicht die Zufriedenheit ihres Schöpfers beachten und suchen und bei ihm kein Guthaben anhäufen und ansparen, dass sie bei ihrer Begegnung mit ihm erfreuen könnte, sie werden dort einen massiven Verlust erleiden. Sie werden das Ausmaß dieses Verlustes erst erkennen, wenn sie vor dem gerechtesten aller Richter stehen, an einem Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder von Nutzen sein werden. Dieser Verlust wird von tiefer Reue begleitet und von einem Bedauern, das unvergleichlich ist, für die verpassten Chancen, für die vielfach verpassten Chancen, für das Versäumen des potenziellen Gewinns und das Vergeuden von unzähligen Möglichkeiten. Tatsache ist, du besitzt die Währung, du hast jetzt die Währung, um deine Seele zu erlösen, sie aus dem Gefängnis der Vergänglichkeit freizukaufen und sie auf die höchsten Ebenen der Transzendenz zu heben. In deinen Händen liegt die Gelegenheit, das beste Geschäft deines Lebens abzuschließen, indem du einen unermesslichen, ewigen Genuss für einen erbärmlichen, geringfügigen Preis erstehst. Wie urteilst du über jemanden? Oder was hältst du von jemandem, der seinen kostbaren Reichtum, den er sich mühevoll angesammelt hat, angehäuft hat, gegen Abfall und Unrat eintauscht?
obwohl ihm die Schätze der Welt, die Schätze des Universums angeboten werden. Wie urteilst du über eine solche Person, die diesen Handel eingeht? Hat sie ausreichendes Urteilsvermögen? Oder zeichnet sie Ignoranz und fehlendes Urteilsvermögen? Oder zweifelt sie an die Ernsthaftigkeit dieses Handels? Oder ist sie mit trivialen Dingen beschäftigt, während andere sich die größten Belohnungen mit den kleinsten Opfern sichern? Ein Leben von 100 Jahren, liebe Geschwister, ist wie ein Tropfen im Ozean und ein Staubkorn im Angesicht der Ewigkeit. Deshalb ist die Torheit dessen so überwiegend, so überwältigend, der für einen vergänglichen Genuss das Unmessbare, das Ewige riskiert, sie gegen endloses Leid und eine unerbitterliche Unglückseligkeit eintauscht. Freizeit ist eine der großen Segnungen, die Allah seinen Dienern gewährt hat. Und wenn Allah seinem Diener freie Zeit gewährt und er nicht seine Zeit und Lebensstunden nutzt, um Dankbarkeit für diese Segnungen zu zeigen, indem er sie dafür einsetzt, was seine eigene Situation verbessert, seinen Stand und Rang erhöht, sein Wohl vergrößert, seine Gemeinschaft erfreut und seine Umma stärkt, und stattdessen seine Zeit vergeudet mit Spielereien, Frivolitäten, Exzessen, Narreteien und dem Anhaften an dem Niedrigen, der Zufriedenheit mit dem Wertelosesten und den Neigungen zu dem Abscheulichen in Wort und Tat, dann hat er die kostbare Zeit und das edle Leben verschwendet und einen enormen Verlust erlitten, von dem es keinen Ausweg gibt, ihn zu überwinden und von seinen Folgen befreit zu werden. Deshalb die prophetische Anweisung, die Chancen des Lebens zu nutzen, die Allah dir bereitet hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nutze 5 Dinge vor 5. Nutze 5 Dinge vor 5 anderen. Dein Leben vor deinem Tod, deine Gesundheit vor deiner Krankheit, deine Freizeit vor deiner Beschäftigung, deine Jugend vor dein Alter und dein Reichtum vor deiner Armut. Und er sagte, und er erklärt uns, dass wir für all diese Dinge zur Verantwortung gezogen werden. Für all diese Chancen muss Rechenschaft abgelegt werden. At-Tirmidhi überliefert im Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, die Füße eines Dieners werden am Tag der Auferstehung nicht weichen von der Stelle. Er wird sich nicht wegbewegen können. Er kann nicht umdrehen, in eine andere Richtung laufen und der Befragung entgehen. Die Füße eines Dieners werden am Tag der Auferstehung nicht weichen, bis er über 5 Dinge befragt worden ist. Über sein Leben, wie er es verbracht hat. Über seine Jugend, wie er sie genutzt hat. Über sein Vermögen, woher und wohin und was er mit dem gemacht hat, was er wusste. Allah Azza wa Jalla sagt in der Surah Al-Shu'ara, was meinst du wohl, wenn wir sie über Jahre hinweg genießen lassen und dann hierauf über sie kommt, was ihnen stets angedroht wurde. Nicht nützen wird ihnen dann, was ihnen an Nießbrauch gewährt wurde, und wir vernichten keine Stadt, ohne dass sie Überbringer von Warnungen gehabt hätten.